Hallo. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum vor uns liegenden Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Sonnabend, 15.30 Uhr ist Anstoß. Wir spielen auswärts bei Borussia Dortmund. Bei uns in der Pressekonferenz unser Cheftrainer Urs Fischer. Urs, da geht es schon direkt weiter. Spitzenspiel in der Bundesliga. Wir treten beim zweiten an, der auch ein schweres Spiel hatte gestern Abend. Wie siehst du das Spiel und wie bereitet ihr euch vor? Ja, obwohl sie gestern auch ausgeschieden sind, empfinde ich Dortmund als wirklich sehr konstante, stabile Mannschaft. Treten da sehr solidarisch auf, ja, haben Unterschiedsspieler. Ich meine, ihr Spielen gehen ist wirklich sehr gut, muss ich sagen, sind da sehr präzise, kommen immer wieder in die Halbräume, drehen dann auf, provozieren da was, haben eine gute Geschwindigkeit. Laufen den Gegner auch immer wieder hoch an, wenden da viel auf, stressen, haben somit da auch immer wieder Balleroberungen und dann ihr Umschaltspiel auch. Ja, Spieler, die es eins gegen eins suchen, die sehr präzise sind. Nein, es wird eine ganz schwierige Aufgabe. Gibt es Fragen an den Trainer? Wir beginnen bei Matthias Koch, dann David Langenbein, bitte. Ja, hallo, erstmal in die Runde. Herr Fischer, bitte das personelle Update und vor allem, wie geht es Frederik Rönnow? Macht er Fortschritte, die an einen Einsatz glauben lassen? Ja, so, noch nicht zur Verfügung. Andras Schäfer. Bei Freddy sieht es im Moment positiv aus. Das geht in die richtige Richtung. Morgen noch unser letztes Training. Ich glaube, dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber es sieht zumindest im Moment gut aus. Janik Haberer hat auch gerade gesagt, dass die Analyse anstand, warum die ersten Halbzeiten etwas schwieriger waren in den letzten Wochen. Können Sie was dazu sagen? Haben Sie noch mal drauf geschaut, woran es gelegen haben könnte? Und wenn man gesehen hat, wie Leipzig gestern in der ersten Halbzeit Dortmund sehr aggressiv angelaufen hat, wie wichtig wird es dann auch sein, ab der ersten Minute da zu sein, um ein unangenehmer Gegner zu sein? Ja, das versuchen wir ja in jedem Spiel. Nur es gelingt nicht immer. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube schon, ich habe mich da auch schon geäußert, dass wir die Mannschaft sind mit am meisten Spielen bis heute, bis zum heutigen Tag. Und ich meine, wir müssen immer ans Limit gehen. Hä? Also uns eigentlich in jedem Spiel am Limit bewegen. Ja, wie lange kann das gut gehen? Ich muss dann aber schon auch sagen, dass ja, wir im Moment einfach zu viele Großchancen zulassen. Ich meine, auch in der Statistik waren wir eigentlich mal ganz weit vorne. Dass wir eben nicht viele Großchancen zulassen. Im Moment sieht es ein bisschen anders aus. Da fehlt manchmal die Schärfe, die Kompaktheit, die Organisation, die es eben dann braucht. Ja, und dann hat es natürlich am Schluss auch mit dem Vertrauen zu tun, wenn du nach 5, 6 Minuten schon zwei große Möglichkeiten des Gegners zulässt, dann hilft dir das nicht. Hä? Nein, es gilt weiterhin zu versuchen, von Beginn weg bereit zu sein. Hätte ich ein Medikament, bekämen es die Spieler. Und ich glaube, ja, oldschool wäre, man sollte mal die Spieler bestrafen. Ja, also nein, ist eine Phase, die es gilt zu überstehen. Ich meine, auch das gehört zu einer Entwicklung einer Mannschaft. Und da haben wir im Moment so ein bisschen unsere Probleme. Bei Matthias Bunkus geht es weiter. Bitte schön.
Herr Fischer, ich höre aus Ihren Worten raus, dass Sie nicht zu den Oldschool-Maßnahmen ergreifen werden. Aber unabhängig davon, tabellarisch weist diese Partie beide Mannschaften auf Augenhöhe auf. Die Abwehr von Union ist trotz der von Ihnen eben erwähnten Großchancen immer noch die wenigsten Tore in der Liga geschluckt hat. Was muss passieren, damit dieser Anspruch dieses Spitzenspiels, dass beide Mannschaften sich wirklich auf Augenhöhe begegnen? Was nichts heißt, wie das Spiel dann ausgeht. Ja, also ich glaube, es geht ja in die gleiche Richtung. Du kannst dir nicht erlauben, jedes Mal eine Halbzeit her zu schenken. Du musst über 90 Minuten bereit sein. Und dann kommen halt die Punkte, die ich jetzt gerade angesprochen habe, zum Tragen. Es geht nicht, dass du in der ersten Hälfte, ich meine, nehmen wir das letzte Spiel in Frankfurt, es waren dann schon drei, vier wirklich große Möglichkeiten. Und nicht jede, weil es Frankfurt wirklich sehr gut gespielt hat, sondern weil wir unseren Teil dazu beigetragen haben, dass sie zu diesen Möglichkeiten kamen. Da gilt es, Kompaktheit, Organisation, Schärfe auf den Platz zu bekommen. Und nicht nur über 45 Minuten, sondern über 90. Matthias Koch, danach Michael Färber, bitte. Ja, man könnte ja glauben, dass Sie in den letzten drei Spielen dann in der Kabine, in der Ansprache was anders gemacht haben, vielleicht lauter geworden sind. Yannick Haber meinte aber, dass Sie da eigentlich immer gleich sind. Gibt es da, oder ist das, wäre das oldschool so zu bleiben, oder müssen Sie vielleicht mal einen Wecker stellen, so als Spaß vorher, oder lauter werden schon vor dem Spiel? Gibt es da vielleicht Möglichkeiten? Logisch gibt es Möglichkeiten, aber es kommt immer auf die Situation an, und das ist dann ein Gefühl, was du bekommst. Also ich meine, die Mannschaft wendet immer auf. Man kann den Jungs nicht einen Vorwurf machen, dass sie nicht alles versuchen. Und ich meine, das ist eine Grundvoraussetzung. Zwischendurch gilt es auch mal lauter zu werden, aber lauter zu werden heißt nicht zwingend, dass es dann besser wird. Das ist ein Trugschluss. Also da sind wir dann wirklich oldschool unterwegs. Früher war das ein Mittel, das war noch zu meiner Zeit, aber heute, tut mir leid, ja, ich glaube, gibt es andere Möglichkeiten. Es gilt am Schluss eine gute Mischung hin zu bekommen, und ich glaube, am Schluss muss der Trainer ja auch authentisch sein. Ja, da vielleicht dran anknüpfend, Herr Fischer, Sie haben gesagt, es geht auch, hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Was kann denn getan werden, um abseits der Spiele, wo man sich das Selbstvertrauen holen kann, dieses wieder zu fördern? Einzelgespräche, Gruppentherapie, Videostudium, keine Ahnung. Es weiterhin zu versuchen. Wie gesagt, ich glaube, es hat viel mit unserer Kompaktheit, dieser Schärfe zu tun, mit der Organisation auf dem Platz, eben mal in den ersten 20, 25 Minuten vielleicht nicht gleich drei Großchancen zulassen. Ich glaube, so stärkst du dann eben auch dein Selbstvertrauen. Und das ist im Moment halt nicht das Gleiche, aber also wir befinden uns in Situationen, ich meine, wir hatten in Bayern ein absolutes Spitzenspiel, hatten gegen Saint-Gilloise ein K.O.-Spiel im Achtelsfinale Europa League und waren wieder im Viertelfinale gegen Frankfurt auswärts. Also wer hätte sich das gedacht? Und nicht vergessen, wir sind erst seit vier Jahren in der ersten Bundesliga. Ja, Michael Färber nochmal, bitte schön. Alles richtig. Andererseits, Erfolg weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, und die Chance, das internationale Geschäft zu erreichen und, ich nehme das Wort in den Mund, sogar die Champions League, kann ja größer kaum sein als in der jetzigen Situation. Ja, logisch. Aber ich glaube, das Wort Champions League müssen wir nicht in den Mund nehmen. Musst du anders auftreten, nicht so wie in den letzten Spielen. Und ich glaube, unsere Zielsetzung haben wir entsprechend richtig formuliert, indem wir gesagt haben, wir wollen uns fürs internationale Geschäft qualifizieren. Also ich glaube schon, wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen. Gibt es weitere Fragen? Matthias Bunkus nochmal, bitte. Herr Fischer, wir treffen mit Julian Riason auf einen alten Bekannten. Ich glaube, Kingsley Coman hat heute noch blaue Flecke aus dem Hinspiel.
Wie gehen Ihre Jungs mit ihm um? Wer von Ihren Spielern ist denn im Training in der ganzen Zeit mit ihm am besten zurechtgekommen? Ja, so mit Julien sind alle sehr gut zurechtgekommen. War ja auch wirklich, ich glaube, seit Beginn, als ich kam, mit mir bei Union oder hat mit mir bei Union begonnen, hat sich da stetig entwickelt. Ja, und ich glaube, das Resultat sieht man im Moment auf dem Platz. Hat einen Stammplatz sich erkämpft, macht das wirklich sehr gut. Ja. David Langenbein bitte, danach Matthias Koch. Ja, Jannik Haberer hat sie auch im Hinspiel ja zum Sieg geschossen gegen Dortmund mit 2 Toren, hat sich generell seit seinem Wechsel hier eigentlich fast unmittelbar festgespielt in der ersten Mannschaft. Was macht ihn so unverzichtbar für das Team? Ja, ist viel unterwegs, kommt immer wieder in Abschlusssituationen, ist so ein bisschen Box-to-Box-Spieler, was du dann in unserem System gerade auf der Achterposition eben auch benötigst. Ist viel unterwegs, hilft auch defensiv, hat ein gutes Umschaltspiel. Aber natürlich haben wir auch noch Dinge, an denen es gilt zu arbeiten. Ja? Matthias Koch, bitte. Fischer, Dortmund ist ja auch so eine Bastion, die Union bisher noch nicht bezwingen konnte. Sie waren zumindest mal im Pokalspiel nah dran, in die Verlängerung. Aber was macht es so schwierig, in Dortmund da zu punkten? Ist es einfach, weil es so groß ist, oder woran liegt es? Ja, so logisch. Über 80.000 Zuschauer, da musst du dich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Und dann muss ich schon sagen, hat die Mannschaft von Dortmund eine enorme Qualität. Und da wiederhole ich mich halt. Da musst du eine Top-Leistung auf dem Platz bekommen, musst dich über 90 Minuten am Limit bewegen, musst viele, viele Dinge richtig entscheiden, und sie sollten sicherlich nicht ihren besten Tag haben. Ein weiterer Versuch, so ein Abend. Ja. Wir gehen zu Raul Christen, danach Simon Wenzel, bitte. Von wegen nicht besten Tag haben, ist die Situation jetzt mal unabhängig von Ihrer Mannschaft, wenn man nur auf Dortmund schaut, dann der Moment so günstig wie nie nach diesen 2 Niederlagen gegen Bayern und jetzt im Pokal, die sind ja auch ordentlich angenockt. Also wir müssen doch nicht auf Dortmund schauen. Ich glaube, wir haben genug eigene Baustellen, nimmt man unsere letzten Spiele. In erster Linie gilt es, dass wir unseren Job richtig machen und nicht, ob jetzt die Möglichkeit größer ist, weil jetzt Dortmund gestern ausgeschieden ist. Hä? Trotzdem werden Sie ja wahrscheinlich ein bisschen auf Dortmund schauen und auch darauf, wie die spielen. Gegen Leipzig, das, was Sie am Anfang angesprochen haben, diese Pässe eben auch zwischen, oder die Bewegung zwischen den Linien, die Pässe in die Schnittstellen, das hat alles nicht funktioniert gegen Leipzig, weil Leipzig es ganz gut hinbekommen hat. War das ein schönes Anschauungsmaterial für Sie? Und noch eine zweite Frage gleich mit dabei. Da hat ja auch Sebastian Allaire gefehlt beim Gegner. Wie wichtig wäre das sozusagen für Sie oder was verändert das fürs Dortmunder Spiel, wenn er eben nicht vorne drin steht? Ja, also ich glaube, also es verändert sich so, dass mit Allaire schon ein Zielspieler da ist, gerade für hohe Bälle, ich glaube dann auch für die eine oder andere Flanke, der Bälle wirklich sehr gut fest macht, auch als Klatschpartner immer wieder Situationen kreiert. Und jetzt muss ich nochmals, die erste Frage war, Ja, nein, ich muss wirklich sagen, Leipzig hat es toll gemacht, hatte eine Wahnsinnsschärfe, sind die Dortmunder immer wieder angelaufen, haben da provoziert. Ich muss dann aber auch sagen, nach Ballgewinn haben sie es dann eben auch gut gespielt. So dieser erste Kontakt nach vorne
haben sich da wirklich in den Druck gespielt, konnten sie sich aus dem Druck lösen. Ja, schon sagen, das war gestern eine ganz starke erste Hälfte von Leipzig. Bei Michael Färber geht's weiter, bitte. Ich habe noch mal eine Frage zu Lennart Grill. Auch wenn Renaults Chance zurückzukommen sicherlich gut ist, haben Sie ihn ein bisschen aufbauen müssen nach dem Spiel in Frankfurt? Das ist ja für einen Torwart, sagen wir mal, der geht ja auch gern dann in sich, um ein bisschen frustriert zu sein. Nein, aufbauen mussten wir ihn nicht, weil er war ja für uns auch nicht der Schuldige, dass wir dieses Spiel verloren haben. Natürlich sieht er beim zweiten Gegentor nicht glücklich aus, aber solche Fehler geschehen, die musst du dann auch akzeptieren. Ich glaube, man kann dann auch als junger Torwart doch davon lernen, und man darf ja auch nicht vergessen, ist dann auch nicht einfach. Wenn die Nummer 1 immer spielt als Nummer 2, du musst dich anstellen, musst ja auf deine Möglichkeit warten. Ja, da fehlt dann halt auch die notwendige Spielpraxis, um eine gewisse Ruhe, Sicherheit auszustrahlen. Also von daher, nein, sind wir mit Lennart zufrieden, hat das bestmöglich versucht. Und ich glaube, bis auf die eine Situation nicht viel falsch gemacht im letzten Spiel gegen Frankfurt. Ja? Gibt es weitere Fragen? Matthias Koch noch mal bitte. Kleinen Moment. Ich habe noch mal eine Frage zu Frederik Rönnow. Seit einem Jahr ist er die Nummer 1, aber zwischendurch hat er immer wieder so kleinere Verletzungen, die doch ein paar Spiele kosten. Er wollte daran arbeiten. Haben Sie darüber gesprochen, dass wird sich ja doch irgendwie pro Saison 2-3 Mal abspielt dann bei ihm? Ja, das kennen wir. Und an dem arbeiten wir auch. Freddy hat sein individuelles Programm, was er wöchentlich absolviert. Also das haben wir schon auch erkannt. Ja, gilt dann zu versuchen, über eine ganze Spielzeit von Verletzungen verschont zu bleiben. Nochmal Matthias Koch, bitteschön. Christian, in Hochzeiten sind ja so 12.000, 15.000 Leute nach Dortmund gefahren. Wie viel schaffen es denn am Sonnabend, am Osterwochenende in der Mitte der Schulferien schaffen es 4.148 Unioner nach Dortmund. David Langenbein nochmal bitte. Genau, auch an dich, Christian, daran anschließend. Die Dortmunder haben dazu aufgerufen, dass es einen Protest geben soll gegen Investorenmodelle von der DFL. Habt ihr da von eurer Seite, von den Fans, was gehört? Wollen die sich daran beteiligen? Oder? Haben wir nichts von gehört. Kann ich jetzt ehrlicherweise nichts weiter zu sagen. Wenn das die Dortmunder Fanszene tut, dann ist das selbstverständlich ihr gutes Recht. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann sagen wir Dankeschön fürs Kommen heute und freuen uns auf das Spiel in Dortmund am Sonnabend. Dankeschön.